technisch gesagt ist ein Nullsummenspiel halt, wie der Name schon sagt, ein Spiel, bei dem die Auszahlungssumme immer insgesamt null ist. Das heißt, wenn man alle Spieler zusammenrechnet, was sie kriegen, kommt genau null raus. Das bedeutet immer, dass was der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Das ist in der Spieltheorie so ein bisschen die Sache, womit das Ganze angefangen hat. Also müssen Sie sich überlegen, Spieltheorie ist ja, wie der Name schon sagt, kommt halt von Gesellschaftsspielen her. Und die Gesellschaftsspiele sind immer so aufgebaut, dass die spannend sind. Also man will ja nicht, dass sich alle super verstehen beim Gesellschaftsspiel, sondern man will, dass da ein bisschen was passiert. Und deshalb sind die so konstruiert, dass eben man nur gewinnen oder verlieren kann. Also selbst dann, wenn wir ein Nullsummenspiel haben, muss das ja noch lange kein Glücksspiel sein. Also Sie können ja ein Nullsummenspiel haben und trotzdem ein strategisches Spiel. Also nehmen Sie einfach Schach. Das ist ja auch die Auszahlungssumme sozusagen null, weil der eine entweder plus eins und der andere minus eins hat oder eben beide null. Das heißt, da haben Sie genau die Situation, dass Sie ein strategisches Spiel haben, also gerade kein Glücksspiel und eben trotzdem ein Nullsummenspiel. Wir unterscheiden drei Begriffe und der eine ist die klassische Risikoprämie. Ich bekomme einen Zins dafür, dass ich risikolos mein Geld anlege, sozusagen als Ausdruck der Zeitpräferenz. Mhm. Wenn ich alternativ das Geld sozusagen ins Feuer stelle, Risiken eingehe, zum Beispiel in ein Unternehmen investiere, dann erwarte ich dafür, dass ich eben vielleicht auch Verluste erleide, eine Rendite langfristig, die höher ist als das Risikolose. Mhm. Das meinte ich mit Überrendite. Und dann wäre das, was ich mehr bekomme als im risikolosen Investment, die Entschädigung für diese Risiken, und das wäre der Begriff Risikoprämie. Also das wäre auf den Aktienmarkt übertragen tatsächlich der einfache Indexfonds. Genau, ein Indexfonds, der meinetwegen bestimmte Marktsegmente auswählt oder meinetwegen auch geleveraged wird. Ja, ne? Ja, einverstanden. Mhm. So, um die Begriffe fortzuführen, und dann kommen wir bestimmt gleich nochmal auf das Thema Nullsummenspiel und was ist daran vielleicht ein Nullsummenspiel und was nicht. Jetzt kommen wir genau auf den Punkt, wie kann ich denn vielleicht mehr Rendite erwirtschaften als das, was man als reine Entschädigung für Übernahme eines Risikos bekommt. Dann unterscheiden wir zwischen zwei Begriffen. Das eine nennen wir Anomalie und das andere nennen wir Alpha. Und das ist vielleicht nicht ganz 100% trennscharf. Was wir uns dabei denken ist, es gibt bestimmte Phänomene an den Kapitalmärkten, die auftreten, wie zum Beispiel Momentum-Effekte, also dass ich dadurch sozusagen eine Überrendite erwirtschaften kann, weil Aktien, die viel gestiegen sind, weiter steigen tendenziell und umgekehrt. Wenn man das verfolgt, kann man eine Überrendite erzielen. Allerdings, wenn das bekannt ist, und das ist mittlerweile, glaube ich, sehr weit bekannt, dann geht das weg. Und dann trennen wir nochmal das Alpha, wo wir sagen, auch das ist eine Überrendite. Insofern ist diese Abgrenzung zu der Anomalie vielleicht nicht 100% scharf. Aber das Alpha wäre, ich weiß wirklich mehr als der Markt. Und ich habe, das ist nicht sozusagen eine technische Anomalie, sondern ich weiß mehr, weil ich Unternehmen besser analysiert habe, weil ich die Informationen besser verarbeitet habe und dadurch eine Überrendite erziele. Ich glaube, da ist erstmal wichtig, gedanklich zwei Ebenen zu unterscheiden. Wir müssen einmal die reale Ebene nehmen, also die Ebene, auf der tatsächlich irgendwelches Wirtschaftsleben stattfindet. Also das, was Unternehmen dann machen, was produktiv ist und was hier am Ende auch genau das ist, was sie tun sollen. Danach haben die Menschen halt mehr als vorher. Und da gibt es darüber die rein finanzielle Ebene. Und wenn man diese Trennung erstmal so hat, dann ist klar, dass immer auf der realen Ebene es natürlich kein Nullsummenspiel sein kann, weil man da ja tatsächlich etwas gewinnt. Auch unterschiedlich gewinnen kann. Also man kann sozusagen durch schlechtes Investieren kann man dafür sorgen, dass man insgesamt gesellschaftlich weniger hat. Ja? Also daran merkt man schon sofort, das ist eben kein Nullsummenspiel. Das nochmal vielleicht mit anderen Worten zu beschreiben, gucken, ob wir das wirklich gleich verstehen. Tatsächlich, wir haben dann kein Nullsummenspiel in dieser Welt, wenn ich partizipiere an dem, nennen wir es Produktivitätszuwachs. Also wenn der Kuchen größer wird, dadurch, dass Unternehmen wirtschaften, der Wohlstand steigt, dann ist es kein Nullsummenspiel. In der Spieltheorie hat man eigentlich als Auszahlung immer Nutzenauszahlungen. Also man fragt sich eigentlich nicht nach dem Rohwert an Geld, der ausgezahlt wird, sondern man müsste das eigentlich transformieren und sich überlegen, wie groß ist denn der Nutzen, den die Menschen damit verbinden, dass sie jetzt gerade diesen Betrag kriegen. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn es am Ende um Risikoaversion geht. Ja, denn eigentlich müsste diese Risikoaversion in dem Nutzenwert mit eingerechnet sein, sodass man dann bezüglich des Nutzens wieder risikoneutral ist. Ja, also das ist, glaube ich, so ein kleiner Unterschied zwischen dem, wie es in der Spieltheorie gehandhabt wird und dem, wie es im Augenblick in der Praxis interpretiert wird. Wir haben jetzt beispielsweise solche Dinge wie Risikoteilung. Also es kann ja durchaus passieren, dass irgendwer unternehmerisch bestimmte Risiken eingehen müsste, um das überhaupt zu machen, es aber nicht eingehen kann aus irgendwelchen Gründen. Wenn der jetzt Derivate zur Verfügung hat, die eine andere Risikostruktur erzeugen,
dann kann es dazu führen, dass das jemanden dazu bringt, in der realen Welt etwas zu machen, was er sonst nicht getan hätte. Und schon merken wir, dass diese eigentlich neutrale Welt der Derivate auf eine bestimmte Rückwirkungsweise doch dazu führen kann, dass es eben was Produktives ist, also sprich kein Nullsummenspiel. Wenn ich darum jetzt was anderes baue und nehme zum Beispiel Futures dazu, und dann gibt es Long Futures und Short Futures, dann ist das für sich genommen ein Nullsummenspiel. Das, was der eine auf den Futures gewinnt, der Long geht, verliert der andere, der Short geht oder umgekehrt. Aber ich bin völlig einverstanden, das kann sozusagen eine, wir haben den Begriff reflexiv, also was der richtige Begriff wäre, dafür verwendet, das kann sein, dass sozusagen ein Unternehmen, dadurch, dass es jetzt Futures als Möglichkeit hat, in seinem unternehmerischen Prozess, andere Dinge macht und sozusagen besser umgeht mit den knappen Ressourcen, wie auch immer, und dadurch den Kuchen, den es zu verteilen gibt, vergrößert, als wenn es die Futures nicht gegeben hätte. Das ist übrigens auch eine Sache, die an das anknüpft, was ich vorhin mal gesagt habe, nämlich, dass wir eigentlich die Auszahlungen transformieren müssen in Nutzenauszahlungen. Denn genau den Effekt haben wir hier. Ja? Die Auszahlungen selber sind neutral, das stimmt. Aber der Nutzen für die Teilnehmer kann trotzdem höher werden, wenn die eine Risikoteilung zustande bringen, die vorher nicht möglich gewesen wäre. Wenn wir vielleicht auch mit kommen, sind sozusagen Derivate was per se Negatives oder Positives. Per se müssten sie eigentlich was Positives zunächst mal wirken. Einfach durch diese Vergrößerung der Möglichkeiten für diejenigen, die produktiv arbeiten. Was dann in der Finanzbereich sozusagen passiert, ist was anderes. Aber das ist erstmal die entscheidende Grundwirkung. Ja, aber in der Tat, das würde ich auch für das Entscheidende halten. Ja. Hat es diese finanzielle Sphäre, hat die Auswirkungen auf die reale? Ja. Und wenn ja, dann kommen wir raus aus dieser Nullsummengeschichte. Anomalie ist ja so ein Begriff, der sich jetzt durchgesetzt hat, weil Wirtschaftswissenschaftler, wie sie halt so sind, gesagt haben, ja, alles, was unsere Theorie abweicht, ist eine Anomalie. Ja. Ob das jetzt so eine geschickte Benennung war, sei mal dahingestellt. Aber deshalb sind die ganzen Sachen, die man als unrational, irrational, nicht vollständig rational, eingeschränkt rational, welche Begriffe es dafür alle gibt, die man also so klassifiziert, fasst man heute alle so mal pauschal zusammen unter Anomalie. Ja. So, und es ist klar, immer dann, wenn eine Marktseite oder einige Marktteilnehmer systematisch etwas falsch machen und dadurch ausbeutbar werden, dann ist es natürlich etwas, womit die anderen was verdienen können. Und wir merken schon an dieser Formulierung, ja, ganz offenbar nimmt dann der eine dem anderen was weg, und das ist wohl die Idee des Nullsummenspiels. Momentumstrategie, da steckt ja eigentlich ein einfaches Modell dahinter, nämlich das ist so wie so eine Kaskade, die sich durchsetzt unter den ganzen Marktteilnehmern, und einige kriegen es halt früh mit und dann merken andere, oh, da passiert gerade was, springen auch auf. Und diese Zeitversetzung ist ja eigentlich was nicht Rationales. Dieses Aufspringen ist ja etwas, was eigentlich nicht durch eine Information abgedeckt wird. Ja? Und es ist klar, das kann man sicherlich empirisch ausnutzen, also das werden Sie besser wissen als ich, aber ich glaube, das geht so. So, was ich mitgekriegt habe, sind diese Momentumstrategien erfolgreich. Aber sie sind halt nichts, wo was an realer Information ausgenutzt wird. Sie waren, glaube ich, in der Vergangenheit erfolgreicher als heute. Wenn man sich so breite Momentum-Indizes anschaut, dann sind die letzten Jahre tatsächlich eher seitwärts gelaufen. Also man könnte auch die These formulieren, ja, das hat mal eine Zeit lang funktioniert und jetzt wissen es zu viele und das funktioniert nicht mehr. Man könnte sagen, im ersten Schritt muss Alpha ein Nullsummenspiel sein, aus einer Sicht, das, was, wenn wir jetzt in der Aktienwelt nehmen, das, was der eine an Überrendite erzielt, muss eigentlich irgendjemand anders als Unterrendite sozusagen erleiden. Das müsste ein Nullsummenspiel sein. Man könnte aber auch argumentieren, dadurch, dass der Markt vielleicht effizienter wird, dadurch, dass sich sozusagen Menschen damit beschäftigen, wie viel ist ein Unternehmen wirklich wert im Vergleich zu dem, was gerade der Preis an der Börse ist, wird sozusagen die Kapitalallokation effizienter. Das gesamte unternehmerische Handeln in der echten Welt, also realen Welt, ist natürlich eines, bei dem man immer versucht, Dinge auszunutzen, die gerade eben nicht perfekt sind. Ja. Ja, man erfindet irgendwas Neues, man macht irgendwas Neues, man macht vielleicht auch manchmal nur was anderes, vielleicht nutzt man auch nur was aus, man erntet was, was man vorher selber gesät hat oder sowas. Das ist ja auch eine Marktunvollkommenheit, müssen Sie ja sehen. Ja? Sonst könnte ja jeder einfach jedes Feld ernten. Also es sind jede Menge solcher Marktunvollkommenheiten da, und die auszunutzen, darum geht es. Das bedeutet, dass ein Alpha generiert werden kann, ist nichts Ungewöhnliches in der ganzen Geschichte, ist auch nichts, was man verhindern sollte, sondern im Gegenteil, darum geht es letztlich. Ja? Die Theorie sagt ja nur, dieses Alpha verschwindet im Laufe der Zeit. Das ist so ein bisschen, wenn wir an dieser schumpeterscheren Theorie denken, ja? Diese schöpferische Zerstörung. Also irgendwer hat eine neue Idee oder fängt irgendwas an, nutzt damit eine Marktunvollkommenheit aus, und indem er sie ausnutzt, baut er sie auch gleichzeitig partiell ab. Das heißt, das muss etwas sein, was es tatsächlich gibt, was kein Nullsummenspiel ist und was auch gut so ist, dass es so ist. Derjenige, der noch Alpha erwirtschaften kann darüber hinaus, oder derjenige, der in eine Alpha-Strategie investiert, die auch noch zusätzlich was liefern kann, der hat dann noch mal etwas mehr. Dafür muss er in der Regel auch ein bisschen mehr zahlen. Da ist dann Arbeit mit verbunden. Aber es ist nichts dagegen einzuwenden, zu sagen, der passiv Investierende
partizipiert auf einfache Art. Die Aktiven müssten, damit es überhaupt funktioniert, teilweise den Passiven tatsächlich etwas wegnehmen. Und ich glaube, das, was da weggenommen wird, ist ein einfacher Effekt, der aber in der passiven Strategie mit drinsteckt. Nämlich die passive Strategie bildet hier immer das Gestern ab. Und die aktive Strategie versucht hier immer das Morgen abzubilden. Ja? Und solange man nur mehr über Morgen sagen kann als nichts, das ist ja das Entscheidende, man muss ja nicht genau vorhersagen können, man muss mehr sagen können als nichts. Und immer wenn man das kann, dann ist es natürlich so, dass man ja zum gewissen Teil den anderen was wegnimmt. Einverstanden. Also es macht durchaus Sinn, natürlich in aktive Strategien zu investieren. Das würde ich sehr wohl sagen. Das war nur die Abgrenzung zu sagen, auch der passive Investor macht etwas, was grundsätzlich sinnvoll ist. Oder was grundsätzlich auch berechtigte Erwartungen hat, eine Rendite zu erzielen. Natürlich der ja, halt die Marktrendite. Ne? Genau. Man muss sehen, eine passive Strategie ist ja eigentlich ein Trittbrettfahrertum. Man sagt ja eigentlich den anderen Marktteilnehmern, macht ihr mal das Drecksgeschäft der Preisbildung und ich hänge mich hinten dran. Ja? Also eigentlich ist es so, das ist eine Trittbrettfahrerstrategie, muss man einfach sehen. Ja? Und man würde jetzt natürlich erwarten, dass auf einem gut funktionierenden Markt es auch eine Entschädigung dafür gibt, dass man eben diese Preisbildung macht. Ja. Ja? Also eine schlimme Situation wäre eine, in der die passiven Strategien tatsächlich am Ende eine gleich hohe oder gar höhere Rendite kriegen würden als die aktiven nach Kosten. Das wäre katastrophal für den Markt, weil dann die Preisbildung von niemandem mehr gemacht würde. Ne? Wobei das die meisten Studien sogar sagen. Was? Dass sozusagen die Menge der aktiven Manager zumindest nach Kosten unterhalb der Indizes liegt. Vorkosten etwas drüber, Nachkosten etwas drunter. Klar. Und wenn das tatsächlich sozusagen dauerhaft so wäre und immer mehr passiv würden, dann ist natürlich sofort klar, dann kriegen wir ein Problem. Ja. Das ist in gewisser Weise so ein bisschen so, wie wenn man sagt, es gibt Dark Pools, die einfach die Preisbildung der Börsen übernehmen. Ja, das ist genau das Gleiche. Da gibt es Trittbrettfahrer und die können ein echtes Problem auslösen. Ja, wenn am Ende nur noch 3% des Gesamtmarktes Preisbildung machen, dann wird es eng. Das ist immer meine These, dass letztlich in der gesamten Spieltheorie, weil es so viel Mathematik enthält, man das Gefühl bekommt, es sei eine völlig objektive Wissenschaft, in der man alles messen kann und es sei eigentlich so eine Art Physik für Sozialwissenschaften. Und das ist es einfach nicht. Also wir müssen sehen, dass diese Modellierung einer Situation zum großen Teil eben Kunst ist und nicht nur Wissenschaft und man darin einfach versucht, bestimmte Aspekte abzubilden. Ja, das ist alles andere als eindeutig, sondern das hängt sehr stark davon ab, welchen Aspekt man tatsächlich gerade wahrnimmt, welchen man sieht, welchen man auch für wichtig hält. Und in der Tat, deshalb können solche Modelle eben auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, was man gerade einbezieht. Die Spieltheorie ist ja gerade dann besonders hilfreich, wenn die Situation klein und überschaubar ist, richtig? Also wenn ich konkrete Verhandlungssituationen oder Ähnliches modelliere, dann kann sie wirklich sehr hilfreich sein. Wenn ich versuche, die Gesamtwirtschaft alles zu modellieren, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, aber in gewisser Weise ist da auch das Zusammenspiel wie zwischen Physik und Ingenieurwissenschaften. Ja? Die Physik versucht ja auch zu reduzieren auf ganz wenige Grundelemente und die Ingenieurwissenschaften versuchen eben in einer sehr komplexen Situation, weiß ich, Riesenmaschine, große Brücke oder sowas, ja, die ganzen Dinge so anzuwenden, dass auch das richtig funktioniert. Also ich glaube, das ist ein ähnliches Zusammenspiel und wenn man sich die ingenieurwissenschaftlichen Modelle ansieht, dann stellt man auch fest, das hängt auch sehr stark davon ab, was die jetzt gerade sozusagen per Kunst reinstecken in ihre Modelle.